Australien. Bekannt für Kängurus, Backpacker und deutsche Panzer. Moment, hä? Einmal von vorn. Die Bundeswehr braucht dringend neue Panzer. Schnell und günstig. Da dachte sich Berlin, es gibt doch diese neue Fabrik von Rheinmetall in Australien. Dort baut der deutsche Konzern Panzer für Down Under. Der Plan, deutsche Panzerteile nach Australien schicken, dort zusammenbauen und wieder zurück nach Deutschland damit. Soweit, so gut. Kosten nur für den Transport 15,6 Millionen Euro. Kein Schnäppchen, findet der Bundesrechnungshof. Der Haushaltsausschuss blockiert das Projekt. Und dann bestellt Australien seine eigenen Panzer doch lieber in Südkorea. Die Love Story von Rheinmetall und Australien schon wieder vorbei. Und die Bundeswehr steht immer noch ohne Panzer da.